Herzlich willkommen bei den Insider News. Ja, ich habe da was Neues aufgetan. Und das ist von Vapor. Ist das ja so eine Faltflasche? Und die Jungs von Vapor sagen da The Anti-Bottle dazu. Und die sind von dem Spruch so begeistert, die haben sich den gleich als Markenname eintragen lassen. Ja, kein Witz. Steht zumindest auf der Packung, ich weiß nicht in welchen Ländern. Ja, auf jeden Fall, das ist die Anti-Bottle. Ich finde sie ganz cool, weil die ist in schmuckem Oliv. Mir selber hätte es jetzt noch besser gefallen, wenn dieser Karabiner hier oben in einem schönen, dezenten Matt-Schwarz gehalten wäre oder in einem schönen, matten Olivton. Aber man kann nicht alles haben. Von der Idee finde ich es klasse. Man kann die Flasche einrollen, dann einmal den Haken rum und dann kann man sie sogar noch zusätzlich an ein Molle-System hinfädeln und dann passt die Sache. Jetzt sehen wir doch endlich mal, warum ich das Molle hier habe. Ha! Perfekt! Da ist es. Ja, und ich habe das mal ein bisschen getestet, das Teil, und das schauen wir uns mal schnell an. Bis gleich. Jo, wir sind jetzt an der Laderampe vom Spezialdepot. Und jetzt schauen wir mal, ob diese Vapor-Flasche, diese Faltflasche, was die einstecken kann. Lebt noch. Ja, also grundsätzlich kann man ja bei den meisten Ausrüstungsgegenständen sagen, kaputt kriegt man irgendwann alles. Darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, ob das jetzt so die gewissen Basics aushält. Ob, wenn das jetzt gefüllt ist und es fällt einem runter, ob das sofort Patsch macht und es fliegen die Fetzen. Oder ob das ein bisschen was aushält. Und da muss ich sagen, es ist Normal Duty. Also für den normalen Einsatz, für Heavy Duty würde ich jetzt so einen Gewebebeutel mitnehmen. Der ist natürlich dementsprechend schwerer und nimmt dementsprechend mehr Platz weg, ist klar. Aber bei dem hier geht es nicht um Heavy Duty. Bei dem hier geht es darum, dass das wenig Platz wegnimmt und schön leicht ist. Und diese Aufgaben sind erfüllt. Man kann den auch mal fallen lassen und gut, wenn es jetzt nicht auf einen spitzen Stein fällt, beim spitzen Stein wird es immer problematisch, aber wenn es jetzt normal auf den Boden fällt, würde ich jetzt sagen, ist das für den normalen Gebrauch vollkommen geeignet und auch für den normalen Einsatz durchaus robust genug, obwohl es so leichtgewichtig ist. Ja, die Teile gibt es in 0,7 Liter und in 1 Liter Volumen. Wir haben einen schönen Trinkverschluss dran. Das Coole ist, der Kunststoff, der packt auch einfrieren. Das heißt, wenn ihr das zur Hälfte befüllt, ins Gefrierfach legt, bis das gefroren ist, dann könnt ihr am nächsten Tag Wasser draufschütten und habt zum Beispiel ein Coolpack dabei oder ein schönes kühles Getränk. Wobei jetzt beim extremen sportlichen Aktivitäten würde ich jetzt nichts Eisgekühltes trinken wollen. Aber es ist schön zu wissen, dass es das Teil packt. Von der Spülmaschine her soll es auch kein Problem sein. Es ist einigermaßen leicht zu reinigen durch den großen Verschluss oben, wo man dann den Trinkeinlass
abschrauben kann. Und ja, BPA-frei ist es. Und von dem her ist das eine ganz coole Nummer. Ich sag mal, es gibt ja da noch andere so Faltflaschenmodelle, die verschiedensten Arten. Ich würde jetzt sagen, von der Haptik her ist da jetzt noch irgendwie so eine matte Schicht drüber. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Es ist schön oliv. Und ja, wir sehen uns in aller Frische bei der Pizzeria.